Jetzt, wo alles wieder nach Plan verläuft und wir im Alltag gelandet sind, finde ich es besonders wichtig, dass die Jause wieder belebt wird. Ich muss es jeden Tag für meine Kinder sowieso machen, für die Schule, aber ehrlich gesagt, ich jausne auch sehr gerne. Und was ist die Paradejause der Österreicher? Richtig, das Butterbrot. Ich habe mir jetzt 3 verschiedene Brotaufstriche auf Butterbasis ausgesucht. Die habe ich mir nicht selbst überlegt diesmal, sondern die stammen aus diesem Buch, drauf und drunter. Das ist ein Buch von Anker, speziell Rezepte mit Brot. Es geht auch ganz stark um Resteverwertung da drin, aber eben auch sowas Spezielles wie verschiedene Butteraufstriche sind drin. Ich arbeite schon seit einiger Zeit mit Anker zusammen und da habe ich mir gedacht, das bringen wir gleich wunderbar zusammen und machen jetzt 3 Brotaufstriche. Einen auf Mohnbasis, einen auf Maroni-Basis und einen mit Rosmarin. Bereit? Los geht's! Und schon sind wir fertig mit 3 ganz andersartigen Buttersorten, finde ich. Ich mache das immer gern, wenn Gäste kommen, weil das kann man komplett vorbereiten, in den Kühlschrank stellen. Und wenn die Gäste kommen, stellt man es einfach auf den Tisch mit ein paar unterschiedlichen Broten. Ist das einfach wirklich ein toller Start in jedes Essen. Apropos verschiedene Brote. Ich habe hier ein Körberl. Da ist das rustikale Bäckerbrot. Das ist ein Herzbrot. Da ist Spermidin drin. Das ist sehr gesund, sagt man. Und dann habe ich hier noch 2 spezielle Brote. Und zwar, das ist ein Urdinkel-Roggenbrot vom Gracker, mit dem die Ankers jetzt kooperieren. Finde ich super. Ist eine Holzofenbäckerei. Und da bekommt man ganz einen besonderen Geschmack ins Brot, finde ich. Und das sind sowieso meine Favoriten. Das sind die Butterstangeln. Und zu meinen Aufstrichen her passt jetzt wunderbar zum Beispiel das rustikale Bäckerbrot mit dem Rosmarinaufstrich. Dann würde ich den Mohnaufstrich hier auf Urdinkel mit Roggen machen. Und dieser chunky Maroni-Aufstrich passt wunderbar auf das Herzbrot. Ich mache es jetzt aber ganz anders. Ich breche mir jetzt hier ein Stück ab und probiere das gleich einmal da. So gut, so erfrischend und köstlich. Perfekte Jause, perfekter Start in jedes Abendessen für Gäste. Kleine Anregung von mir und vom Anker.